Ich hatte Flora und Emily relativ früh im Casting und fand die sehr interessant und sehr gut. Die waren im 14 und das ist sehr schwierig drehtechnisch, weil die eben sehr beschränkte Arbeitszeiten haben. Und deshalb habe ich erst noch mal versucht, eben ältere Mädchen zu finden, die jünger aussehen. Und ja, habe da wirklich noch mal Wochen und Wochen gesucht und bin am Ende doch bei Flora und Emily gelandet, weil sie tatsächlich einfach richtig sind. Bei Flora ist es ganz toll, weil die sehr offen vor der Kamera ist. Und die reagiert auf feinste Nuancen. Wenn man ein kleines Wort weglässt, anders stellt, reagiert sie darauf sehr, sehr erwachsen. Und trotzdem hat sie eine wahnsinnige Weichheit, Offenheit und eine Klarheit. Und mit ihr zusammen zu spielen, war wirklich ein totales Geschenk. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie oft soll ich dir denn noch sagen, dass du dich nicht so rumtreiben sollst? Mama, ist doch erst 8. Das ist doch völlig egal, nachdem was passiert ist. Wenn es dunkel ist, bist du zu Hause. Das war so abgemacht. Wir machen uns Sorgen um dich. Da ist ein Päckchen für dich angekommen. Das habe ich dir aufs Bett gelegt. The two girls are so sweet. They're so sweet and they're still kids. I did my first film when I was 13, so I definitely know what's going through their brain.